Menschen und Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR. Und herzlich willkommen zum VfR-TV. Das erste Runden-Relegationsspiel ist gerade vorbei. In Pippenfried haben unsere Jungs 2-5 gewonnen. 2-6, Entschuldigung, habe ich sogar ein Tor verpasst. Hast du recht. Daniel, grandioser Sieg. Kann man das so sagen? Oder hast du vieles gefunden, wo du sagst, da müssen wir noch dran arbeiten? Ja gut, es war natürlich heute ein wahnsinniger Schlagabtausch. Ich habe, glaube ich, selten in den letzten Jahren in dem Spiel so viel Torschancen gesehen wie heute. Und man muss sagen, Basti hat überragend gehalten. Die Abwehr hat komplett hinten zusammengehalten und hat natürlich auch noch dreimal auf der Linie gerettet. Also es war schon heiß heute hier. Der Basti zufälligerweise Eiswürfel in der Hose, weil so cool habe ich ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ja, aber man muss halt auch als Torwart mal wissen, wann man was rauslassen muss. Und heute hat er sich echt verdient. Er hat die letzten Wochen nach seiner Verletzung ein bisschen hinten anstehen müssen, obwohl wir immer gewechselt haben. Und da Wache hat das gut gemacht und Basti war dann ein bisschen hinten dran. Und jetzt heute, wo Wache nicht da war, hat er mal wieder einen rausgelassen und da freue ich mich drauf. Das ist halt der Komfort, wenn man zwei gleichwertig gute Torhüter hat, oder? Ja, natürlich. Also das ist ein Luxus, den haben wir uns die ganze Saison gegönnt. Und die zwei haben das sehr, sehr ruhig miteinander gemacht und sich nichts geneidet. Und das ist, glaube ich, das Ergebnis dann davon. Bevor wir auf ein, zwei Tore zu sprechen kommen, habe ich nur eine Frage. Tobi mit Rot leider vom Platz, zu Recht oder zu Unrecht? Ja, das ist eine Situation, so ein Gehakel mit einem verlängerten Ball, wo der Stürmer da eindreht und der Tobi dann nochmal den Arm mit reinzieht und die Stürmer nehmen sowas halt dann gerne an. Kann man schon geben dann, leider. Und Tobi hat sie aber, kann man sagen, etwas unglücklich angestellt? Nein. Muss er dann noch was lernen oder wie kam es zustande? Also dumm ist einfach nur, dass man nicht vorher, wenn der Ball verlängert ist, die Absicherung halt richtig stellt und er dann 3 Meter zurückgeht, sodass er quasi den verlängerten Ball dann vernünftig nach vorne hin anlaufen kann. Und so lässt er den Ball halt da reinrutschen und er muss den Gegner seitlich anlaufen und das ist halt einfach, ja, gerade gegen Serge, schwer. Sehr schwer. Da muss man den Körper anders nehmen. Kann man generell sagen, in der Defensive ein, zwei Sachen, die du mit der Mannschaft nochmal aufarbeiten musst. Offensiv war schon perfekt oder gibt es da auch viele Sachen noch zu korrigieren? Ja, wie gesagt, heute war Wahnsinn. Also was beide Mannschaften für Chancen hatten im Spiel, was beide Mannschaften da produziert haben. Wir haben sie aber eiskalt genutzt und wir haben ja trotzdem nochmal 5, 6 Hochkaräter liegen lassen. Natürlich muss man in der Defensive über ein, zwei Sachen reden, weil so gefällt mir das natürlich auch nicht, wenn man so viel zulässt. Ich werde natürlich gleich gucken, ob der Kapitän noch mal 2, 3 Worte hat. Heute hat er wieder einen rausgehauen. Wie hast du das Tor gesehen? Ich meine, aus meiner Sicht war es so, als er schon an der Mittellinie war, man kennt ja Dennis, er hat schon hochgeschaut, da haben wir natürlich alle mit gerechnet, dass er wahrscheinlich wieder so einen rauszaubert, dass er natürlich reingeht, glaube ich. Hat er in dem Augenblick, wahrscheinlich weiß ich nicht, ob er es gerechnet hat oder nicht, werde ich ihn nachher fragen, aber wie hast du es gesehen? Ja, ich meine, kennt Dennis da gut genug. Er hat ein paar Optionen in der Situation. Er kann den Ball auch vorne nach so halb außen stecken. Da läuft jemand auch allein auf den Torwart zu. Aber er hat halt einfach gesehen, dass der Torwart genau auf diesen Ball spekuliert hat. Wahrscheinlich, dass er so hoch gestanden ist, dass er Dennis den Ball in die Tiefe spielt. Und dann hat er leider das Köpfchen hochgenommen für den Torwart. Es tut mir mal leid dann für die gegnerischen Torhüter. Weil du selber auch Torwart warst, oder? Ja, ich weiß, wie das ist. Man will halt eigentlich was Gutes vor, hoch und offensiv zu stehen. Und dann dreht halt einer da mal so ein Ding auf. Und dann ist schon bitter. Aber natürlich für Dennis freut es mich riesig. Ich kenne das. Hat er schon öfters gemacht. Aber das ist halt, belohnt sich dann heute einfach für eine Riesenleistung, die er gespielt hat. Was ist das? Wie bereitest du jetzt vor auf das Rückspiel am Sonntag? Gibt's? Ja, jetzt haben natürlich schon viele gefragt, ja, jetzt kannst du rotieren und kannst das und das machen. Ich muss sagen, ich finde, man muss leider im Rhythmus bleiben. Wir werden nicht viel rotieren. Aber also Vollgas wieder? Ja, natürlich. Was heißt Vollgas? Ich glaube, man kann es kontrolliert spielen, das Spiel. Und man muss halt gucken, dass man da nicht in eine Falle tappt. Das haben wir schon in der Halbzeit angesprochen. Ich glaube, wenn die rote Karte nicht zustande kommt, dann ist das Spiel auch viel kühler, zweite Halbzeit. Mhm. Und jetzt müssen wir halt gucken, dass wir im Rhythmus bleiben. Wir kriegen Stefan wieder zurück am Wochenende. Und dann können wir da ein bisschen was anders machen, ein bisschen schon ein, zwei Spieler vielleicht schon oder nur eine Halbzeit spielen lassen und dann
hoffe ich, dass das Ergebnis uns die Sicherheit liefert, ein ruhiges Spiel runterzuspielen, um dann in die zweite Runde einzuziehen. Zweite Runde, das Thema, Amberg hat jetzt 1-0 gegen Heimstetten gewonnen. Was ist dir lieber, Amberg oder Heimstetten? Oder sagst du generell, mir ist es egal, ein Derby wäre natürlich schon schön, aber wir nehmen, was wir kommen und hauen sie weg. Ja, ich glaube, ein Derby wäre schon sehr, sehr geil. Also ich glaube, dann hätten wir wirklich volles Haus hüben wie drüben. Derby hat da einfach was Besonderes nochmal. Wir haben vor 2 Wochen gegeneinander gespielt. Wäre schon mein Wunsch. Und es wäre auch eine kleine Revanche. Ich meine, das Hinspiel gegen Heimstetten war jetzt ja nicht so. Wir müssen auch nicht so weit fahren. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Aber Amberg hat eine gute Mannschaft, hat ein gutes Ergebnis erzielt, muss man sagen. Aber 1-0 ist gefährlich, muss man auch sagen. Heimstetten muss gewinnen. Müssen was tun fürs Spiel. Ein Gegentor ist für sie zu Hause gefährlich. Und ich glaube, Amberg ist da auch gut im Kontern. Deswegen, ich sehe die Chancen noch 50-50. Noch 50-50, gut zu wissen. Dann würde ich sagen, schaue ich jetzt, ob ich einen Dennis erwische, dass der uns noch 2-3 Worte gibt. Danke, dass du Zeit hattest. Dankeschön. Ciao. Ja, jetzt hat sich auch noch unser Kapitän kurz gerührt. Er hat Zeit für uns nach dem grandiosen Sieg. Der Daniel hat ja schon ein bisschen was zum Spiel gesagt. Kannst du uns nur das Tor beschreiben? Es waren, glaube ich, knapp 40 Meter, oder? Ich glaube sogar ein bisschen mehr Mittellinie, ich weiß nicht. Ich hatte einfach keine Kraft mehr zu laufen. Wir spielen die ganze zweite Halbzeit in Unterzahl. Haben Glück, dass wir irgendwie das 4-1 halten, dann kriegen wir das 4-2. Ja, und dann machen wir durch 2 wunderbare Tore das 5-5-2 und 6-2. Und ja, ich habe Kipp Toren weit draußen gesehen, schon das ganze Spiel. Und ja, ich hatte echt keine Kraft mehr gehabt. Und dann habe ich gesehen, ich bin alleine auf weiter Flur. Und dann habe ich einfach mal draufgehalten. Und dann ab wann wusstest du, ist da drin? Ja, ich habe gesehen, als der Ball losgeflogen ist, der Torwart hat sich recht spät erst bewegt und der fliegt und fliegt. Und ja, so ab der Mitte wusste ich, der Ball, der senkt sich genau ins Tor rein. Und ja, ist grandios, ein super Gefühl auf jeden Fall. Ja, gute Ausgangslage fürs Rückspiel. Kann man sagen, zweite Runde, wir sind dabei? Oder ist das zu früh? Ja, man sagt ja immer, es ist zu früh, aber die müssen schon 5 Tore bei uns schießen. Und das ist schon sehr, das haben wir seit Ewigkeit nicht mehr gehabt. Und wir müssen aber trotzdem konzentriert sein, alles abrufen. Und dann geht es nächste Woche in die zweite Runde, denke ich. Nur eine Frage zur zweiten Runde. Amberg hat 1-0 gegen Heimstetten gewonnen. Wer ist dir lieber oder ist es dir eigentlich egal? Hauptsache die zweite Runde, wenn wir reinkommen, bestehen wir. Ja, mir ist eigentlich wirklich egal. Lieber wäre es natürlich gegen Heimstetten. Das ist natürlich ein Derby wieder. Und ja, liebend gern würde ich die runterschießen. Aber ist ja kein Wunschkonzert. Deswegen, wir nehmen jeden Gegner, der kommt. Wunderbar, mit den Worten bedanke ich mich. Ich verabschiede mich. Wir hören von uns am Sonntag wieder. Dankeschön, ciao.